Yo YouTube, was geht ab? Willkommen zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ihr kennt doch alle die Castor 74U, die auf Close Range sehr, sehr gut ist, aber sich einfach nicht wie eine Close Range Waffe anfühlt. Einfach weil sie eine AR und keine SMG ist. Deswegen dachte ich mir, ich probiere sie jetzt mal auf Long Range aus und habe in der ersten Runde gleich 36 Kills auf Ashika Island damit gemacht. Mein Fazit zu der Waffe, sie ist super krass. Also wirklich auf Long Range, komplett kranke Waffe. Ich war super überrascht. Probiert diese Waffe unbedingt aus, ihr werdet es nicht bereuen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem Video. Lasst gerne ein Like und einen Kommentar für den Algorithmus da. Das heute wieder versuchen, die 400 Likes voll zu machen, würde mich sehr freuen. Lasst außerdem hier auf dem Channel gerne noch ein kostenloses Abo da, falls ihr noch nicht gemacht haben solltet. Und schaut gerne auf Twitch vorbei, da bin ich täglich ab 13 Uhr live. Let's go! Warum spielst du keine Smokes? Ich spiele, glaube ich, Smokes gerade, oder? Ich bin mir ziemlich sicher, ich spiele gerade Smokes in meinen Loadouts. Mein Thumbnail, was geht? Einfach geile Mucke. Ich liebe diesen Song so sehr. Ich Paradise City. Kennt ihr das dazugehörige Spiel? Paradise City. Dieses Autospiel. War so, glaube ich, sogar Open World. So ein Open World Autospiel war so geil, dieses Game. Paradise fucking City, Alter. Und das war der Soundtrack dazu. Du hast das Spiel gestartet und dann läuft dieser Soundtrack. Du weißt einfach, es wird ein gutes Spiel, weißt du? Geil. Opsname. Ach scheiße, es hieß Burnout Paradise, oder? Ja, nevermind. Ah, my bad. Ach man. Es hieß Burnout Paradise und der Soundcheck war einfach Paradise City. Aber die Stadt hieß auch Paradise City, glaube ich, oder? Achso, Drops an. Gerade noch keiner, aber später auf jeden Fall. Später, wenn die MW3 Beta rauskommt, dann auf jeden Fall, dann gibt es wieder Drops. Yes, sir. Das ist kriminell. Dass ich da den Kill nicht bekommen habe. Jetzt kriege ich nur einen Assist. Was soll ich sonst noch machen, außer jeden Shot zu hitten, weißt du? Ich habe so Vorfreude auf das Spiel. Ich habe so Vorfreude. Vorfreunde. Ich habe so Vorfreude, aber ich hoffe, dass kein Input-Delay existieren wird. Weil als ich es in Los Angeles gespielt habe, hatten wir krassen Input-Delay. Ich hoffe, dass der weg, beziehungsweise ja, besser ist auf jeden Fall. Alles gut? Ich hab mir den Vlog angeschaut von Universal Studios und es war kriminell, ja. Es war kriminell, aber es war auch super lustig und sehr gut geschnitten, Mann. Und big Props. Aber super Performance von euch, danke. Hab den Vlog 10-mal angeschaut, einfach nur geil. Ich musste den auch nochmal anschauen. Wie ging's mit der Flugangst? Eigentlich gut. Also not gonna lie, wirklich gut. Einziger Problem war beim Rückflug. Beim Rückflug hatten wir crazy Turbulenzen. Also wirklich teilweise krasse Turbulenzen. Bin immer wieder eingeschlafen und die ganze Zeit davon aufgewacht. Dachte wirklich, wir stützen ab teilweise. Also Rückflug war ganz komisch. Den habe ich wirklich gar nicht gefühlt. Ich habe Flugangst, ja. Aber keine Ahnung, ich glaube, ich habe keine Flugangst mehr, wirklich. Also auf jeden Fall sehr viel besser geworden. Nachdem ich jetzt einmal in Los Angeles und einmal in San Francisco war. Das macht es auf jeden Fall besser. Schlafen. Hallo Dennis. Ey, ach Bro. Scheiß Holopoint Rounds. Oh, ich hasse sie so sehr. Es ist schon so nervig. War vorhin ja nicht mit, nein. Also ja, in Dicky war schon mit, ja. Dicky, mein Babygirl. Zombie spielen. Ich werde es auf jeden Fall tryen, safe.
Wieso nicht? Bin kein riesen Zombies-Fan, aber sowas muss man, upsie, sowas muss man halt tryen. Weißt du? Was war das jetzt? Gerne nochmal stellen, DNS. Ich kann mich nicht an die Frage erinnern, nein. Also ich habe sie gar nicht gelesen, glaube ich. Theoretisch, falls du einen gewinnen solltest, mäßig. Also die Cast-Off geändert, das ist die Cast-Off-U tatsächlich. Ja, das ist die AKU einfach, die man normal auf Close Range spielt. Die aber anscheinend auf Long Range auch sehr gut ist. Gott, Wonnie. Ja. Alter, was für Beams mit der Waffe. Ist das crazy. Ich schwöre, ich habe hier die Secret Meta einfach gefunden. Reinschauen. Das ist ein Kracher. Danke. Kannst du mir die Waffen aufsetzen mit, dann zeige ich dir nach der Runde, ja? Alles gut. Bin da für dich. Lass die Leute am Leben. Nein, 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 ohne das, ohne das. Willkommen im Stream am besten. Freut mich, dass du da bist. Scheiße. Ich sehe jetzt schon, dass ich einfach weggeshotgunnt werde. Nach so einer guten Runde. Ich sehe das auch einfach schon. Das Ding ist so overgleich. Verdient? Hallo. Ich habe halt keine Maßgaske. Ich kann hier nicht pushen. Ich muss hoffen, dass es runtergeht, die Zone. Aber das könnte jetzt mies werden, actually. Wenn ich jetzt so die Runde verliere, weine ich. Bitte, Zone, zieh sie mir runter. Ich glaube, die kommt runter, ja? Ja, ja, die kommt runter. Die Zipline, ja, aber ich habe keine Maßgaske, weißt du? Ich kann hier noch nicht pushen mit der Zipline. Oh, wunderbar! Let's go!
Let's go! Ey, auf das krasse Game Chat. Falls ihr noch nicht gemacht habt, gerne noch einen kostenlosen Follow da lassen, würde mich sehr freuen und unterstützen. Und auf alle, die auf TikTok gerade zuschauen, sehr gerne auch auf Twitch vorbeischauen. Hier habt ihr den Link, hier habt ihr den Namen. Dort gerne vorbeischauen, Follow da lassen, Moin droppen. Dort kann ich nämlich auf den Chat auf eingehen. Jetzt aber so rum.